Eko Meinecke! Oh Mann, hey, ich bin dafür zu groß für die Bühne. Sieht man meinen Kopf überhaupt? Ja, herzlich willkommen hier auf diesem teuren Platz. Ihr wisst schon, dass der Boden unter euch vergoldet ist. Ja? Das will was heißen, hier in München stehen. Ich weiß das zu schätzen. Die Immobilienmafia hat es geschafft, in den letzten 60 Jahren hier, seit München ein Trümmerfeld war, die Hauptstadtbewegung, diesen Boden zu vergolden. Wir bezahlen ihn auch täglich ziemlich teuer. Ich muss schon sagen, also ich bin schon lange Münchner, aber diese Stadt muss ich mir leisten. Da muss man ganz schön schuften, dass man hier leben kann. Und nachdem ich jetzt schon so viel eingezahlt habe hier an Mieten, denke ich mir, werde ich mich dem Gesetz nicht beugen, dass da heißt, geh doch woanders hin. Ja? Das ist das Gesetz der Gentrifizierung. Auch eine Stadt wie München braucht Leute wie uns, deswegen sollten wir hier bleiben. Ja, also ich komme jetzt direkt von der Tour. Deswegen habe ich den Koffer noch gar nicht ausgepackt und ich habe auch keine Requisiten oder sonst was dabei. Ich wollte aber einfach dabei sein am ersten Tag dieser langwöchigen Besetzung des Stachus. Das war mir wichtig, dass ich da von Anfang an mit dabei bin. Ja, ich habe gehört, ihr wollt zur Börse ziehen nachher. Ich weiß gar nicht, ob sich das noch lohnt. Denn die Ratingagenturen sind ja gerade dabei, die Deutsche Bank herabzustufen. Wobei ich mich frage, wie man diese Bank überhaupt noch herabstufen soll. Das ist ja ohnehin schon niedrigstes Niveau. Außerdem, wenn wir ehrlich sind, hat die Finanzkrise eigentlich schon vorbei. Also der Euro ist nicht in Gefahr, der Dollar auch nicht. Das sage ich auch warum, weil sich das die Chinesen überhaupt nicht leisten können. Ja, also Finanzkrise ist wahrscheinlich tatsächlich Hypopanz. Kann ich so nicht sehen, weil ich habe tatsächlich noch kein Mitglied der Finanzmaschine gesehen, der irgendwie verarmt aussah. Ich denke, Finanzkrise darf man das gar nicht nennen. Krise ist was für Steuerzahler. Also wir. Ja? Beachten Sie bitte auch unsere neuesten Angebote im Casino Bistro. Unser Starkoch Roland Berger wird während der griechischen Woche wieder ganz besondere Schnäppchen für Sie bereithalten. Griechische Inseln, Häfen, Flughäfen und Autobahnen jetzt zum halben Preis. Greifen Sie zu. Bum, bum. Ja, jetzt heißt es zugreifen. Jetzt heißt es zugreifen. Die Gelegenheit war noch nie so günstig. Auch seit den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, die Wehrmacht und Hitler haben ja Griechenland ausgepresst und ausgeblasen wie ein Osterei. Es ist wirklich nicht viel übrig gewesen und was danach an Entschädigung rüberkam, ist nicht der Rede wert. Aber jetzt ist die Gelegenheit günstig, dieses Werk zu vollenden, ja? Dort reinzugehen, man nennt es jetzt Troika. Ich kriege so einen Hals, wenn ich das schon lese, jetzt kommt die Troika. Und auch im Generalstab der Bundeswehr gibt es da verschiedene Planungen. Kameraden! Kameraden! Fernaufklärer haben bereits die strategisch günstigsten Urlaubsorte ausgemacht. Demnach werden 10 Staffeln des Touristenbombergeschwaders Condor 50.000 Tonnen deutscher Urlauber über Griechenland abwerfen. Die Dinger ist günstig. Es gibt keine militärische Gegenwehr. Das griechische Militär leidet unter täglichem Generalstreik. In einem zweiten Teil werden sich Spezialeinheiten unter der Leitung von Thomas Cook
und Neckermann mit Fallschirmen über Puerto Ventura absetzen. Von hier aus mit Kreuzfahrtschiffen bis nach Marokko vorstoßen. Gleichzeitig werden sich motorisierte Kräfte über den Brennerpass setzen und von hier aus Italien nehmen. An vorderster Front sind wie immer die starken Panzer-Pkw-Verbände aus den neuen Bundesländern gefragt, unterstützt von Dortmunder Kegelclubs, um die Kampfkraft der Einheimischen zu schwächen. Das toskanische Hinterland ist bereits durch das Freikorps Schröder Fischer Lafontaine besetzt. Come on! Ich bin stolz auf euch. Schönen Urlaub. Wir müssen uns auf etwas gefasst machen, denn angeblich hat es einen Anschlagsplan gegeben auf den saudischen Botschafter, und zwar von Berliner Bahnfeinden aus dem angeblich linken Spektrum. Also wenn ich das rausstellen sollte, ja, dann wäre es gerechtfertigt, den Stachus so, wie er ist, jetzt in dieser Situation zu bombardieren. Von Staatstrojaner Friedrich persönlich. Meine Damen und Herren, wir müssen vorsichtig sein, es kursieren sehr viele Gerüchte. Auch Bin Laden beispielsweise. Die ganzen Bin Laden-Videos, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wurden ja hier in München gedreht. Ich habe da so einen Kumpel, der hat eine Fernsehproduktionsfirma, eine kleine in Schwabing. Und der Typ, der den Bin Laden gesprochen hat, das war ein Gemüsehändler. Der Herr Majid aus Dagefing. Also Migrationshintergrund. Und wenn er das dann gemacht hat, nicht, dann kam das Video dann immer zur Abnahme zu Al Jazeera. Ich kann die Kamera nicht ruhig. Dann haben die gesagt, gute Arbeit. Aber auch harte Arbeit. Harte Arbeit. Der Herr Majid, der konnte schon auch eine Zicke sein. Der war schon eine ziemliche Diva am Schluss. Und hat getrunken. Wir haben oft einen ganzen Tag gebraucht, bis sie dieses Bin Laden-Video dann fertig hatten mit dem. Und der Typ konnte ja kein Wort Arabisch. Kommafehler und so weiter. Dann musste das Zeug nachsynchronisiert werden. Wissen Sie, wer das dann gemacht hat? Bin Laden. Ja, ist ja auch ein guter Sprecher. Noch immer übrigens. Noch immer. Ja. Achso, die Sache da in Pakistan. Ja, das. Der arme Herr Majid. Der Binder hat ja vorgestern angerufen bei Domian. Ich weiß nicht, ob Sie Domian kennen. Ja, dieser Nachttalker auf SWR. Hat er da angerufen? Hallo? Ja, hallo? Ich bin der Bin. Ah ja, Bin. Du heißt Bin. Ah ja, sehr schön. Was hast du für ein Problem, Bin? Ja, ich habe das Gefühl, ich werde überhaupt nicht mehr gebraucht. Ja, erzähl doch ein bisschen mehr, damit ich dein Problem verstehen kann, Bin. Ja, hey, meine ganzen Glaubensbrüder, die machen ihre Revolution jetzt alleine. Ich habe mir sogar eine Facebook-Seite eingerichtet, aber... Ja, Bin, was ist das Problem? Ich krieg irgendwie keine Friends. Ich krieg irgendwie keine Friends. Und was kann ich jetzt für dich tun, Bin? Ja, ich habe das Gefühl, ich bin überhaupt nicht mehr da. Ich bin irgendwie tot. Du musst mir helfen, Domian. Ja, Bin, das war ein sehr schönes Gespräch, ne? Ruf doch wieder an, wenn du ein Problem hast. Wir sehen uns dann. Tschüss. Ja, die Islamisten kriegen kein Bein mehr auf die Erde, ne? Aber einige ihrer Ideen überleben, gerade bei uns in westlichen Militärplanungen, zum Beispiel die gezielte Tötung. Das hat überlebt, aber es ist ein Auslaufmodell, absolut. Ja. Es gibt inzwischen viel bessere Konzepte aus dem Nahen Osten und aus dem Mittelmeerraum. Ägypten, Tunesien,
Also, es ist ganz schön peinlich für die deutsche Leitkultur, dass uns ausgerechnet Muslime zeigen müssen, wie das geht mit der Demokratie. Was glauben Sie eigentlich, warum sich Europa so abschottet von den Flüchtlingen aus Nordafrika? Die haben Angst, dass der Funke überspringt. Mir ist schon aufgefallen, was sich gerade verändert in deutschen Hallenbädern. Das hier ist normalerweise eine Badekappe. Liebe Trainerinnen und Trainer, ich bin kein großer Mann. Ich bin kein Mann großer Worte. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich die Zunge auf dem Herzen trage. Deswegen rede nicht lang rum, gehen wir gleich in Redias Mies, liebe Freunde. Die neuen Richtlinien sind jetzt da. Die Welt, die sehen wir ja selber, ist im Umbruch und das geht natürlich auch nicht an unserem Dachverband Ausbildungsberufe, Bademeister, Rettungsschwimmer nicht vorbei. Ich sag's, wie es ist, die neuen Richtlinien sind eingetroffen am Freitag. Wir haben das intensiv geprüft. Ich habe das mit dem Harald schon besprochen. Und es ist so, liebe Freunde, dass ich bei der Ausbildung zur Rettung Ertrinkender einige Eckpunkte verändert habe. Bisher war das ja so, dass jetzt, wenn einer, jetzt zum Beispiel er, wenn einer im Wasser per Handzeichen Ertrinken anzeigt. Ja? Machen wir ein Handzeichen. So, genau. Dann ist der Bademeister hier und hat den mit Hilfe seiner Qualifikation ausgezogen. Jetzt, liebe Freunde, die neue Regelung besagt, dass der Bademeister draußen bleibt. Und zunächst einmal aus der Entfernung versucht festzustellen, ob es sich bei dem zu Ertrinkenden, sage ich jetzt einmal, eventuell um ein Nicht-EU-Mitglied handelt. Ja. Jetzt Top 2, Änderung 2, meine Damen und Herren. Ausnahmesituation Notfall. Wenn jetzt er, der nicht-EU-ige Mann, jetzt besonders laut schreit, ja, schrei mal. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wenn er jetzt besonders laut schreit, ist natürlich hin wiederum und um die alte Ausbildungssituation angesagt. Also, eine Hupfer und treten fremd. Danke, geht schon. Allerdings hingegen jetzt gibt es die neue Regelung, dass der Tauchling trotz Rettung den Beckenrand nicht erreichen darf. Und was das im Einzelfall bedeutet, liebe Freunde, weiß ich auch nicht. Servus. Ich trete hier in München auf, einfach nur googeln. Ciao.